Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. Heute geht es um den EN100, der ja komplett neu überarbeitet werden soll. Und was effektiv jetzt mit dem passiert ist, möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Also, der EN100 wurde gebufft oben hier in der Panzerung des Turms. Wie viel etc. haben wir gestern getestet. Wir haben einen Vergleich gemacht zum normalen Server, zum Testserver. Und das Ergebnis ist folgendes. Vorher hat man ca. zu 80% mit der normalen AP-Granate oder APCR Standard ist man zu 80% bis 85% abgeprallt. Mit dem neuen Update prallt man eigentlich zu 100% ab mit der normalen AP oder APCR Granate. Jetzt aber, wenn man Gold schießt, prallt man zu nur noch 5% ab. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das Update ist leider in die richtige Richtung, ja, aber nicht wirklich super effektiv und bringt nichts. Also, nochmal zusammenfassend, wenn ich jetzt diesen EN100 nehme und schieße mit Gold drauf, dann gehen 95% der Schüsse sicher und locker durch, nur 5% der Schüsse prallen ab. Auf dem aktuellen Server oder aktuellen Version, die wir gerade haben, da ist es so, dass eigentlich 100% der Schüsse durchgehen, wenn der Turm frontal zu mir gerichtet ist, nicht jetzt irgendwie angewinkelt, sondern frontal. Da ist es so, dass 100% der Schüsse durchgehen, bei der normalen 80%, normalen Munition 80% circa bouncen. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, wann trefft ihr denn mal auf einen EN100, worauf man nicht direkt Gold schießt? Und wir haben lange diskutiert in der Community, ich habe mit ein paar Freunden und Kollegen auch drüber diskutiert und muss ganz ehrlich gestehen, der EN100 hätte noch einen stärkeren Buff benötigt. Dass man sagt, okay, sogar mit der Gold kommst du nur noch 50% durch oder vielleicht sogar weniger. Dass man sagt, 60% prallen ab, 40% kommen durch mit einer High-Roll-Wahrscheinlichkeit oder. Das wäre zum Beispiel mal sehr, sehr effektiv gewesen. Aber so wie es jetzt gerade ist, wir werden jetzt gleich sehen. Ich werde auf den Hügel hochfahren und wenn die Mediums Gold laden, ja, dann kommen sie genauso gut durch wie vorher. Dann gibt es noch eine weitere Änderung beim EN100. Das ist die erste Kanone, die Mauskanone. Die hat statt 490 jetzt 530 Alpha Damage oder Average Durchschnittsschaden pro Schuss 530. Und zudem ist es aber auch so, dass die Kanone ein Stückchen ungenauer geworden ist, aber einen besseren Reload bekommen hat. So. Man möchte halt versuchen, dass der EN100 immer mehr zum Brawler, immer mehr reinkommt in dieses ganze aktive, aggressive Gameplay. Aber es funktioniert ja nun mal nicht, liebes Wargaming-Team, wenn das Ding einfach komplett hier oben butterweich ist. Wenn das jetzt, wie gesagt, 50-50-Pen wäre, ja, damit könnte ich mich identifizieren. Aber sonst wird das Ganze doch eher schwieriger. Jetzt noch mal ein bisschen so auf die Karte hier einzugehen. Was gibt's Neues? Also wir haben hier ein paar neue Icons. Wenn wir auf Y drücken, dann können wir zum Beispiel sagen, ey, alles klar, ich fahre jetzt zu der Position hier vorne, was ich sehr, sehr nice finde. Dann kann man genau dem einen oder anderen mal zeigen, alles klar, da fahre ich jetzt hin. Ich kann das auch wieder entfernen mit der Y, also ich drücke Y, dann öffnet sich hier dieses Auswahlmenü. Ich kann auch sagen, Achtung, auf der Karte zum Beispiel hier oben, Achtung, das ist jetzt dort hinten, das sind 527 Meter, habe genau was anpingen können, das finde ich sehr, sehr nice zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, macht euch vielleicht einfach selber gerne ein Bild, kommt auch gerne einfach in meinen Livestream rein. Wir sind aktuell immer viel am Testserver fahren, rumprobieren, rumschauen, was dort neu und was sich ändert. Generell, wie gesagt, zum EN100. Es hat sich nur die Turmpanzerung verbessert, aber auch nicht wirklich verbessert, sondern nur ein Stückchen weit in die richtige Richtung. Er hätte noch mehr gebufft werden müssen. Ich bin eh froh, dass jetzt... Oh, was macht denn der Boy hier? So, und jetzt guckt er hier rum, der EBR. Übrigens, wo ich das EBR jetzt gerade hier so rumgucken sehe, kann ich euch jetzt schon mal sagen, es gibt jetzt die nächste Zeit immer Update-Videos hier über den E5 zum Beispiel, über die ES4. Wir beginnen heute mit dem EN100. Eieieiei. Wir beginnen heute mit dem EN100, morgen zum Beispiel E5, ES4. Dann werde ich das 430U mal vorstellen, was ich davon persönlich halte, was sich verändert hat. Den Progetto. Und wir werden uns die Maps angucken, also viel Bundesprogramm die kommenden Wochen und schauen wir mal, was sie bringen. So, ich will jetzt auf jeden Fall eigentlich auf den Hügel hochdüsen. So, hat er uns hingeschossen. So, da haben wir unsere 5% mit der Heat. Schön, dass er gebounced ist, schon mal gut. Ey, wir wollen, ich will auf den Hügel hochfahren. Möchte, jetzt winkle ich mich ein bisschen an, wir gucken mal, wie effektiv bouncy der EN100 doch geworden ist. 11. AP verloren. So. Ja,
hat er jetzt, ja, der hat mir meinen Turm wieder reingeschossen. Müssen uns unbedingt oben den Upper Ground holen irgendwie. Seht jetzt gerade, wenn ich mich versuche ein bisschen anzuwinkeln, dann ist es einfach viel besser. Anwinkeln. Tja, 2600 gebounced, aber effektiv. Ich habe immer meine Wanne versteckt und man hat nur meinen Turm gesehen. Ich habe versucht, teilweise gut zu winkeln, aber ihr seht, mit Gold haben die immer kein... Also, natürlich bounced man einen Shot. Das sind 5% bis maximal 10%, die mal bouncen. Aber sonst kommt da jeder ohne Probleme durch. Und eine effektive Veränderung zum jetzigen Stand vom E100 sehe ich da bis jetzt noch nicht. Es wird immer nur Gold auf den E100 geballert. Wenn ich einen sehe, dann sage ich ganz klar, ja, dann ist mir die Goldmunition das wert. Das ist eine HP-Pinata, da kloppe ich drauf ohne Ende. Aber sonst schwierig. Also weit weg ist der E100 von Meta. Ich würde sagen, er ist etwas spielbarer geworden. Er ist aber noch nicht safe. Oh ja, den spiele ich heute mal, weil er Spaß macht, sondern... Wenn man versehentlich mal mit ihm reindrückt, kann man eine Runde mal mit ihm spielen. So würde ich es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sehen. Wir schauen in die nächste Runde rein. Das war einfach mal Kacke. Wir gehen mal in die zweite Runde mit dem E100 und schauen einfach mal, ob wir vielleicht eine Stadtkarte bekommen, wo wir das Ding nochmal ein bisschen effektiver ausfahren können. Ja, okay, Küste. Ist in Ordnung, würde ich von der rechten Seite jetzt erstmal anfahren. Da ist auch meistens der Turm offen und einfach mal wirklich den Fokus diesmal auch drauf legen, die Wanne zu verstecken und nur den Turm zu zeigen. Weil ich finde persönlich, dieses Fahrzeug könnte man gut spielen, das würde auch richtig fett Spaß machen, aber ganz klar ist es nun mal, dass das Ding einfach mit Gold komplett rasiert und zerstört wird. Eine E7 zum Beispiel. Die rasierst du auch mit Gold einfach mal nicht so schnell. Das geht nicht. Die ist super bouncy am Turm. Warum geht das hier nicht? Man könnte doch den kompletten Turm, auf 75% so machen, dass man zu 25% nur durchkommt mit der Goldmunition und sonst bounced. Und hier oben, man hat hier immer noch einen Weak Spot an dem kompletten Turm, dieser Streifen hier. Den könnte man doch immer noch easy penbar lassen, auch für eine AP-Munition oder sowas. Und der ganze andere Turm halt... nun mal schwer gepanzert. Deswegen ist es doch ein fettes, schwer gepanzertes Fahrzeug. Und kein Light Tank, oder? Ja, und ihr seht jetzt hier auf der Karte zum Beispiel, wer das jetzt hier auch anpingen, dass ich jetzt hier mit hinfahre, habe jetzt diesen Punkt markiert. Und so können einige von uns schon am Anfang sehen, alles klar, nice. Dort fahre ich hin, dort fahre ich nicht hin. Und dort fährt vielleicht schon der ein oder andere hin. Und ist ganz nice. Also für die ersten 10 Runden gefällt es mir, aber irgendwann, sage ich euch, wird es ein bisschen nervig werden. Da würde ich mir wünschen, dass man es ausschalten kann. Vor allen Dingen auch ein kleiner Kritikpunkt dort. Dieses Symbol hier mit der Basis. Wenn ich jetzt schnell rumgehe, denke ich immer, dort ist ein Gegner spottet, weil es halt rot aufleuchtet. Ich weiß, wo das Cap ist. Ja, da hinten sieht man es ja auch schon. Aber würde ich mich auch freuen, wenn man es einfach in-game einstellen könnte. Ausmachen, anzeigen, ja, nein. Und damit wäre doch schon alles geregelt und geritzt. Da will ich mich auch gar nicht zu weit darüber auslassen. Einfach eine Einstellung rein. Ja, den Kreis anzeigen oder nein, nicht anzeigen. Und damit kann jeder auswählen, ob er es möchte oder nicht. So, ich bin natürlich hier keine Pussy und fahre vor. Oh. Na, gut. Turm immer so ein bisschen anwinkeln hier. Nicht, dass die direkt hier so durchkommen. Gut, die gingen, glaube ich... Ah, in die obere Wanne rein. Gut. Okay. Ja, soll ich noch weiter anwickeln, dann kommt der T57 durch. Ja. Freunde der Sonne, der E100. Spaß macht da leider nicht so viel. Du wirst von allen Seiten irgendwie gebumst und auseinandergenommen. Tja, und Ratsverzimmer raus. Ich würde sagen, also null Damage haben wir gemacht. Zweite Runde. Ich wollte eigentlich nur zwei Runden machen, aber das kann ich einfach nicht stehen lassen. So. Man darf nicht vergessen, es ist Testserver. Die Gegner haben gut gespielt über außenrum, keine Frage. Aber bouncig, liebe Freunde, das ist doch was anderes. Dann mal in die dritte Runde rein. Hoffen auf ein gutes Game.
Ja, wir haben viel besprochen jetzt schon zum Ehren-100. Was würde ich ändern? Ich würde das Ganze halt deutlich bouncier machen, den Turm. Ich würde zudem die Cupola oben, also dieses Streifending oben, auf jeden Fall weich lassen, damit man da gut durchkommen kann. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, freut euch auf die nächsten Tage, auf die Videos mit dem Tenor CN5. Der ist ziemlich ja, lecker, würde ich sagen. Der ES4 ist auch not too bad. Der ist auch absolut in Ordnung. Auf die Videos mit dem Progetto und 430U. Dort will ich jetzt noch nicht zu viel wegnehmen oder zu viel vorab erzählen, aber E5 und ES4, das wird dann doch ein deutlich, denke ich, ein Stückchen besser werden als mit dem ES100. Und wenn ihr heute schon alles sehen möchtet, kommt gerne einfach zu mir in den Livestream, einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt und joint rein. So, wir gehen rechte Seite, werde wahrscheinlich sogar komplett mal rechts lang, außen lang fahren. Dating mal hier wieder mal die Position und fahren mal rum. Ihr habt euch ja Live-Gameplay gewünscht. Ich bin mal gespannt, wie es euch jetzt gefallen hat. Ich habe jetzt einfach dreimal ins Realm reingeklickt mit dem Ehren-100, um auch so gut es geht authentische Gefechte zu präsentieren. Natürlich darf man nicht vergessen, es ist Test-Server, also schon noch ein deutlicher Unterschied zum Gameplay, zum normalen Server. Aber im Großen und Ganzen, ja, spiegelt schon so ein bisschen wider, ob viel mit dem Ehren-100 passiert ist oder halt wenig. Ich denke mal, in der dritten Runde könnten wir vielleicht gut aufräumen. Bei Artie ist natürlich ein bisschen blöd, aber Wayne, wir schaffen das. So, jetzt kommen hier zwei Jagd-Ds. Die S4 wird da irgendwie rausgedrängt. Ich nehme jetzt erstmal hier. Oh, ein Aim. Gut, anwinkeln. Oh, der ER-100 wird jetzt der ES-7. Eine schmackhafte 783er Stelle drücken. Man kann hier schon ein bisschen rumspielen, ihr seht es ja jetzt auch gerade. Diesen verschiedenen Funktionen. Dort. Hier, ich möchte das Fahrzeug markieren. Oder das soll angegriffen werden. Es macht schon gut Spaß, so ist nett. Also das neue Update ist allgemein durchweg wirklich in Ordnung. E30U Progetto hatte ich auch schon gesagt, die sind leider mir nicht verständlich genervt worden. Ja, beim 430U hätte man oder kann man die Cupolas ein bisschen runter nerven, aber der Rest sollte doch definitiv so bleiben, wie er ist. Aber die Cupolas, ja, können da ein bisschen was vertragen. 8:2, wir haben jetzt nichts groß gebounced, nichts groß gemacht. Ja, euer Wunsch war, ich sollte gerne Live-Gameplay zeigen, nicht explizit rausgesuchte Replays oder Gefechte. Lasst mir doch gerne unbedingt auf solchen Gefechten oder auf solchen Video mal Feedback da, wie ihr sowas gefunden habt. Ja, Algo, war cool, einfach dreimal reingeklickt und fertig. Oder nee, Mann, nimm doch lieber Replays, die du hast und zeig uns die. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dort mir einfach ein bisschen Feedback gebt, weil wenn es nach mir gehen würde, ich hätte mir Replays rausgesucht, die einerseits ja wirklich einerseits gut waren, wo man sieht, okay, krass, der Bounce, der kann doch teilweise was bouncen und dann Replay, wo man sieht, okay, da geht alles durch wie Butter, sowas hätte ich mir jetzt rausgesucht und im Live-Bereich jetzt hier ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, ey, yo, das Replay eignet sich oder das Gefecht hat sich jetzt dafür besonders gut geeignet. Wir haben jetzt auch wie so ein Gefecht dabei, das hätte ich zum Beispiel gar nicht mit reingenommen, weil ich finde es persönlich relativ langweilig so. Wir fahren eine Hälfte der Zeit hinterher, wir haben zweimal geschossen, das war's. Die anderen Gefechte, ja, das erste Gefecht hätte ich wahrscheinlich schon noch mit reingenommen, aber ja, Genauigkeit der Kanone läuft. Ich glaube, ich schieße jetzt erstmal auf den TVP hier. Ah, Jungs, so ein Gefecht hätte ich safe nicht mit reingenommen. Okay, 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 okay. Gut, 15-5, ratzfatz in die Runden durch. 1-5 Damage, ein Kill. Ah,
Hätte ich sowas, hätte ich wie gesagt nicht mit reingenommen. Ich denke und hoffe doch, dass euch das ein bisschen weitergebracht hat. Der R100 ist spielbarer geworden, ist aber auf keinen Fall Meta. Freut euch trotzdem aufs Update, vor allen Dingen auf Perlenfluss, die Karte. Die wird relativ nice werden. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bin auf euer Feedback zu solchen Video einfach mal gespannt und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.